strahlt nicht so richtig, aber ich glaube, er ist einfach total erschöpft. Guido Burgstaller, herzlichen Glückwunsch erstmal zum Einzug ins Viertelfinale. Unglaubliches Spiel von St. Pauli. Auch sie haben sich da immer wieder reingehängt, haben eine unglaubliche Körpersprache gehabt. Man hat gesehen, St. Pauli wollte dieses Spiel gewinnen. Ja, wie ist Ihre Erklärung für diesen Sieg? Wir sind von Anfang an reingegangen, dass wir da mitspielen wollen, Fußball spielen wollen, auch eklig gegen den Ball sein wollen. Natürlich brauchst du gegen so einen großen Gegner immer auch ein bisschen Spielglück. Das hatten wir am Anfang. Ich glaube, Dortmund hatte am Anfang ein, zwei gute Möglichkeiten, wo sie auch in Führung gehen konnten. Dann haben wir mit der ersten Chance gleich das Ding gemacht, mit der zweiten Chance das 2-0 nachgelegt. Und dann haben wir das leidenschaftlich weggekämpft und gut gegen den Ball gearbeitet. Ich glaube, zweite Halbzeit hatten sie nicht mehr so die großen Dinger. Und wir konnten sogar noch die eine oder andere Kontermöglichkeit besser ausspielen. Waren Sie selbst ein bisschen überrascht, dass Dortmund irgendwie so gar nicht richtig in dieses Spiel reinkommt? Auch Haaland hat man eigentlich gar nicht so richtig gesehen. Seine Stärken konnte der heute gar nicht ausspielen. Also ich glaube, mir steht nicht zu, über Dortmund zu sprechen. Ich kann nur von uns sprechen und ich glaube, dass es wir gut gemacht haben. Wir haben gegen den Ball sehr gut gearbeitet, haben das Zentrum eigentlich immer gut zugemacht und wollten sie mehr über außen kommen lassen. Das ist uns eigentlich ganz gut gelungen. Ab und zu mal die langen Bälle von Hummels, die waren immer gefährlich hinter die Abwehr. Aber sonst haben wir das richtig gut verteidigt. Es waren nur 2000 Fans überhaupt im Stadion, aber das klang irgendwie nach mehr. Haben Sie das auch wahrgenommen während des Spiels? Ja, also dass unsere Fans immer für gute Stimmung sorgen, das hat man schon in letzter Zeit immer gesehen. Und es ist wirklich schade, dass das Stadion heute nicht voll sein konnte, weil ich glaube, alle Fans hätten sich das heute verdient. Und das wäre eine super Atmosphäre gewesen. Aber auch die, was hier waren, kann man nur Danke sagen und hat richtig viel Spaß gemacht. Vielen Dank Ihnen und einen schönen Abend. Danke.